Und da sind wir wieder beim letzten, bei der Wahrscheinlich letzten letzten. Verhandlung. Ja, doch, es ist die letzte Verhandlung, ich weiß das. Achso, die letzte Ja, das Verhandlung. ist die Ja, gut. letzte Verhandlung, diesmal. Ich dachte, du wolltest sagen, letzter Part. Nee, der letzte Part wahrscheinlich noch nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Nun denn, die Angeklagte Frau Lanasky soll in den Zeugenstand treten. Haben sich denn hier mittlerweile alle abgewöhnt, Frau Lanasky Anhaltsgeil zu nennen? Das war nämlich auch nicht lustig. Naja, Sie sind die Generalstaatsanwältin. Ich bin mir sicher, dass Ihnen bewusst ist, was von Ihnen erwartet wird. Aber Herr Edgeworth, Sie wissen doch bereits alles. Sie wissen alles, was ich in den letzten 2 Jahren getan habe. Bitte machen Sie Ihre Aussage, Frau Sky. Und denken Sie daran, Sie sagen unter Eid aus. Wir wollen die Wahrheit hören, ne? Natürlich, die Wahrheit. Lana, egal was passiert, ich werde immer deine Schwester sein. Nun denn, Ihre Aussage, wenn Sie so nett wären. Also, erzählen Sie uns zunächst von Ihrem Verhältnis zu Gant. Alles hängt von Ihrer Aussage ab. Das ist unsere einzige Chance, Gant zu befreien. Gant und die Manipulation. Ich habe Ja. Oh mein Gott, oh mein jahrelang Gott, mit die Gant. Zeugin hatte einen Schwächeanfall. Ruft da jemand die Sanitäter. Nasenjunge, du musst was Ich machen. bin mal kurz weg, ich bin gleich wieder da. Nasenjunge, Nasenjunge. Oh mein Gott, irgendjemand muss doch der Zeugin helfen. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Warten Sie mal gerade, ich habe hier den Defibrillator. Okay. Ich glaube, die Zeugin ist jetzt wieder einigermaßen fit und kann aussagen. Sie hat zwar irgendwie schrubbelige Haare. Moment, ich habe ein Glätteisen in meinem Koffer, in meinem Erste-Hilfe-Koffer. Warten Sie mal kurz. Okay, alles klar. Die Zeugin, die kann jetzt wieder aussagen. Sie hat jetzt auf jeden Fall wieder eine gute Verfassung. So, alles klar. Der Nasenjunge hat also wieder mal den Tag gerettet und den Fall, wenn die Ich habe Zeugin eine im Bewusstsein ist. Süßigkeit. Oh, das ist toll. Gut, ich bin einmal wieder weg, Leute. Diese Erpressungstheorie entbehrt jeglicher Grundlage. Lassen, Junge! Ich habe die. Lecker. Habe die Beweise vor 2 Jahren ganz in der Meinung verlieren. Als die Staatsanwalt nach Schalls Leiche fand, habe ich den Tatort umarrangiert. Meine einzige Motivation war die Verurteilung von Dark. Emma spielt dabei keine Rolle. Lecker, Kaugummi! Nee, Kaubonbons. Wollen Sie wirklich bei dieser Aussage bleiben? Euer Ehren. Ich gestehe ein Kapitalverbrechen, natürlich bin ich mir da sicher. Aber Lana! Wenn das stimmt, ja, dann heißt das, das Polizeichef kennt nichts damit zu tun. Aha. Bitte, Herr Wright, Sie müssen ihr helfen. Sie opfert sich für mich. Aber was ist, wenn sie die Wahrheit gesagt hat? Hat sie nicht, ich kenne doch meine Schwester. Weißt du, ich habe gerade nachgedacht, du kannst meine Gedanken lesen. Immer wenn sie so steif ist beim Sprechen, dann verheimlicht sie etwas. Ja, kann man auch bei jedem Mann sagen. Tief in ihr drin schreit sie vor lauter Schmerz. That's what she said. Ja, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um meine Meinung in Frage zu stellen. Verteidigung darf jetzt mit dem Kreuzfeuer beginnen. Yay! Lecker! Okay. Was machen wir das? Man geht zu der Gabe. Das ist eine Lüge! Nee, das ist keine Lüge, das ist richtig. Entbehrt jeglicher Grundlage, das ist doch gar nicht wahr, damit können wir sie auch angreifen. Weil... Und seien ganz allein manipuliert. Haben wir dafür nicht einen Beweis gehabt, dass es nicht der Fall ist? Allein, ich meine, dass wir den ganzen Scheiß und so schon aufgefunden haben. Können wir sie nicht da angreifen mal oder so? Ja. Haben Sie das getan, um Ihre Schwester zu helfen? Joe Dark war ein Serienmörder. Meine Schwester wäre um ein Haar sein letztes Opfer geworden. Ich wollte nicht, dass dieser Vorfall ihr Leben ruiniert. Ich bin kurz weg, ich schließe kurz die Tür. Hat die Zeugin etwa schon wieder Probleme? Hallo? Ich bin Edgeworth, der größte Staatsanwalt, der jemals gelebt hat. Aber was sie getan hat,
War doch nur berechtigte Selbstverteidigung. Sie wäre doch überhaupt nicht angeklagt worden. Darum geht es nicht. Sie erlitt an diesem Tag ein Trauma und alles nur wegen dieses Mistkerls. Das konnte ich ihm nicht verzeihen. Lana! Deswegen haben Sie also die Beweise vor 2 Jahren manipuliert? Scheiße, Leichenmann habe ich den Tatort umarrangiert. Aber was ist mit dem Dings hier? Wo haben wir das gefunden? Ein ganzes Tresor gefunden. Was sagt das aus? Da, so, das ist von seinem Mantel wahrscheinlich. Ja, von seinem Mantel. Den er angehabt hat, okay. Leiche habe ich dann. Okay. Moment mal. Schau, was ist denn? Schau mir. Das ja. Nun, wenn sie schon alle essen, dann muss ich gerade mal hier. Ich habe da unter meinem Pult noch irgendwo. Ja, hier. Also, würden Sie uns bitte erzählen, was Sie vorfanden, als Sie am Tatort eintrafen? Offenbar war ich die erste Person am Tatort. Mit zerbrochenem Messer der Staatsanwaltstrophäe. Steckte in der Leiche. Und ich bekomme echt nicht meine Ruhe. Wow, ich muss kurz wieder weg. Nun, wollte ich fragen, was ich da gerade esse. Scheint auch nicht erlaubt zu sein, hier in diesem Gericht während der Verhandlung zu essen. Stört ja eh keines aus, das Justizsystem ist eh scheiße. Von daher sind die Verhandlungen genauso beschissen organisiert und. Ja. Oh, Cappuccino, bitte, sei doch nicht so ein Profi. Okay, steckt in der Leiche. Ja, genau. Aber Staatsanwaltmarschall starb bei einem unglücklichen Unfall. Sie haben nur geträumt, dass das ein mögliches Szenario war. In Wahrheit hat nicht meine Schwester den Staatsanwalt umgebracht. Fantasieren Sie so viel, wie Sie wollen, Herr Wright. Aber ich werde dabei bleiben. Sie meinen also, Staatsanwalt Marschall hat sich doch von Dark getötet. So in der Art. Wenn das der Fall ist, was ist dann aus der anderen Mordwaffe geworden? Dark war mit einem Springmesser bewaffnet. Ach, es lag auf dem Boden, ein kleines Stück entfernt. Es ist ihm wahrscheinlich beim Kampf aus der Hand geschlagen worden. So ist es nicht abgelaufen. Versuchen Ihre Lügen mit weiteren Lügen zu vertuschen. Alles nur um mich zu beschützen. Als Sie also den Tatort so vorfanden, was haben Sie da getan? Alles Schwachsinn. Ja. Kommt es ja genau darauf an. Ja. Ja. Also erzählt ihr ihn überhaupt? Wieso darf ihr überhaupt noch aussagen? Die soll doch mal die Wahrheit sagen. Ich, Edgeworth, habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe eine wichtige Stelle. Okay, ich bin fertig mit dem Essen. So. Also Spitze abbrechen, sie in den Hunde stecken, die Leiche bewegen, alles. So ein Schwachsinn. Das alles kann ich mir gar nicht vorstellen, Frau Anahl. Alles du warst. Aber was so, ist dann mit dem? Okay, warte, wir machen mal so. Dann. Ansonsten greifen wir nochmal kurz an und dann gehen wir auf Nummer sicher. Ja, right. Können auch im Internet nachgucken, aber. Sie haben die Spitze von Darks Messer in die Wunde des Opfers geschickt und dann haben sie die Leiche bewegt! Aber warum? Warum hätten sie das tun sollen? Edgeworth, hören Sie auf zu essen. Komm her. Das sollten Sie doch am besten wissen, Edgeworth. Sie sind doch für Ihren schlauen Kopf bekannt und für Ihren großen Hunger. Das ist ganz klar. Mein Kopf ist auch nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich helfen und fragen. Warum haben Sie die Leiche bewegt? Als sie am Tresor eintrafen, wo genau lag da die Leiche des Opfers? Sie lag dort, wo sie schon vermutet hatten, neben dem Tisch von Polizeichef Gant. Die Leiche wurde aber bei ihrem Schreibtisch gefunden. Warum haben sie dort hingelegt?
Der Grund dafür ist ganz einfach. Nun gut, dann nehmen wir das in die Zeugung, Scheter, ja. Den Grund, warum Frau Sky die Leiche bewegt hat. Die Scherben der Vase, die den Vorfenster war, gefährdeten diesen Plan. Warum? Warum? Ja, wegen dem... Ja, aber wenn die kaputt ist, dann... Okay, dann soll... Okay. Ach, fuck it, ich greife die mit der Vase an. Oder frisst sie den Schild. Ja, ist sogar richtig geil. Frau Sky, ich verstehe, wie Sie sich fühlen. Sie haben dieses Verbrechen vor 2 Jahren begangen, um Ihre Schwester zu schützen. Sie meinen, die Manipulation am Tatort an dem Nilmarschall ermordet wurde? Wenn diese Wahrheit jetzt ans Licht käme, wären die letzten 2 Jahre Ihres Lebens nutzlos gewesen. Auch wenn dies so ist, sehe ich mich gezwungen, alle auf einen Widerspruch in Ihrer Aussage aufmerksam zu machen. Okay, ja. Ein Widerspruch in meiner Aussage? Sie haben ausgesagt, ich zitiere: Die Scherben der Vase, die bei den Ereignissen zerbrach, gefährdeten diesen Plan. Boah, Sie können aber die Stimme von Frau Sky gut nachmachen. Haben Sie ein Problem damit, Herr Entspruch? Nein, ich find's cool. Es ist ein einfaches Versehen, nichts weiter. Sehen Sie, auf die Vase war etwas mit dem Blut des Opfers geschrieben worden. Ja, der Staatsanwalt muss das in seinen letzten Atemzug geschrieben haben. Genau. Da liegt auch der Widerspruch. Damit das Opfer diese Nachricht auf die Vase hätte schreiben können, hätte sie vor seinem Tod noch nicht kaputt sein dürfen. Ah! Er hätte Emmas Namen nicht auf eine zerborstene Vase schreiben können. Zerborsten? Ja, das hat er bestimmt. Euer Ehren, es sieht so aus, als würden mehr Informationen zu dieser Vase und dieser blutigen Nachricht benötigt. Uns könnte hier etwas Entscheidendes entgangen sein. Etwas Entscheidendes? Das Ding sieht aus wie der Honey, egal. Generalstaatsanwältin. Sie scheinen genauso im Dunkeln zu tappen wie wir. Was die Wahrheit betrifft, die wir herausfinden wollen. Was? Sagen Sie uns einfach nur, was Sie gesehen haben. Wir setzen dann die Information zusammen, um die Wahrheit herauszubekommen. Nun gut, die Zeugin darf mit ihrer Aussage fortfahren. Ich glaube, das ist die letzte Aussage für immer. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe es einfach. Ich habe die Blutspuren auf der Vase sofort bemerkt, aber in dem Zimmer war es dunkel und ich hatte keine Zeit, dem nachzugehen. Um sicher zu gehen, habe ich das Blut abgewischt. Die Bruchstücke waren groß, deswegen bin ich mir sicher, dass ich alle gefunden habe. Ich konnte an nichts anderes denken, als sie abzuwischen, bevor sie entdeckt wurden. Sie meinen, Sie waren diejenige, die diese Nachricht ins Blut weggewischt hat? Zu dieser Zeit war ich noch nicht Generalstaatsanwältin. Sie glaubte nicht, dass Stark der wahre Mörder war. Deswegen versuchte sie, die echten Beweise zu entfernen. Nun gut, die Verteidigung kann jetzt mit dem Kreuzfeuer beginnen. Yay. Vase und Nachricht in Blut. Wunderschön. Oh, Blutspuren auf der Vase sofort bemerkt. Okay. Im Zimmer war es dunkel und ich hatte keine Zeit, dem nachzugehen. Okay. Um sicher zu gehen, habe ich das Blut abgewischt. Aber nicht sonderlich gut, deswegen. Die Bruchstücke waren groß, deswegen bin ich mir sicher, dass ich alle gefunden habe. Bis auf eins eigentlich, aber. Ja. Aber wie konnten Sie bei dem Stromausfall etwas sehen? Es war doch stockdunkel im Büro. Eine Inspektorin ist auf alles vorbereitet, Herr Wright. Selbst jetzt habe ich immer eine Taschenlampe und eine Kamera dabei. Ich habe ja auch immer eine Notfallflasche mit Luminol dabei, egal wo ich hingehe. Ja, klar. Ich übersehe nie etwas. Ich habe jede einzelne Scherbe aufgesammelt. Nichts anderes denken, als die Absolute entdeckt wird. Wieso? Sie haben also den Tatort kriminellerweise umarrangiert? Ja, meine Handlungsweise ist nicht zu entschuldigen. Tut mir leid, Lada. Ich habe nicht gewusst. Ich habe dich die ganze Zeit über so schlecht behandelt. Es ist noch nicht zu spät. Es ist noch genug Zeit, sich wieder zu versuchen. Nachdem wir diesem Vorfall auf den Grund gegangen sind. Dieser Tag wird zweifelsohne die Staatsanwaltschaft für immer beflecken. Beschmutzt. 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 Beschmutzt.
In ihrer Aussage sind noch weitere Widersprüche ans Licht gekommen. Deine Schwester kämpft wirklich wie ein Löwi. Du musst ihr wirklich sehr viel bedeuten. Nichtsdestotrotz hat sie dabei den falschen Weg eingeschlagen. Ich glaube, ich habe jetzt endlich die Widersprüche in ihrer Aussage erkannt. Es gibt noch eine letzte Möglichkeit, die alles zum Guten wenden könnte. Echt? Sofort bemerkt. Okay. Stücke waren großes Ding. Das geht aber nicht. Mhm. Letztes Stück im Tresor von Gant gefunden. Frau Sky, hinter dieser Vase verbirgt sich eine Wahrheit, die selbst Sie nicht kennen. Was? Wir haben das fehlende Stück dieser Vase im Tresor vom Polizeichef Gant gefunden. Im Tresor des Polizeichefs? Aber wie? Ich wusste es. Sie hätte es wirklich nicht gewusst. An diesem fehlenden Stück ist sogar etwas noch Beunruhigenderes. Es war immer noch Blut daran. Aber die Zeugin hat doch gerade ausgesagt, dass sie sämtliche Scherben aufgesammelt und das Blut darauf abgewischt hat. Ja, wofür es nur eine einzige Erklärung gibt. An dem Abend, als Staatsanwalt Marshall ermordet wurde, waren sie nicht die Erste, die am Tatort eintraf. Gant war schon vor ihnen da. Aber hätte sie nicht auch eine Scherbe übersehen können? Ich fürchte, das ist eher unwahrscheinlich. Die Scherben sind zu groß, um von einem Top-Inspektoren übersehen zu werden. Kann schon sein, aber jeder macht mal Fehler. Selbst ich habe mal den ganzen Tag lang mein Gebiss gesucht, ja? Es war die ganze Zeit in meinem Mund. Ha! Unfassbar! Oh Mann, haben Sie es denn vergessen, euer Ehren? Als die Zeugin am Tatort ankam, war die Vase doch schon zerbrochen. Ach das! Es wäre nicht möglich gewesen, seinen Namen auf eine zerbrochene Vase zu schreiben. Eine andere Person muss vor der Zeugin am Tatort gewesen sein. Ich hoffe, die Maya... Er suchte zu dieser Zeit unten nach Dark. Selbst wenn er zuerst dort war, warum hat er dann die Vase zerbrochen? Die Frage ist doch, wenn er zuerst dort war, warum hat er das so lange verheimlicht? Nun, euer Herren, haben Sie darauf eine Antwort? Nein! Mein guter Kumpel! Moment, ich stehe ja nicht vor Gericht. Oh, ja. gut bemerkt, Vollidiot. Damon Gant ist vor der Zeugin am Tatort eingetroffen. Er hat dann die Vase zerschlagen und absichtlich eine der Scherben versteckt. Frage, wie nennt man eine derartige Handlung? Manipulation. Aber warum sollte Polizeichef Gant das tun? Angesichts dessen, was danach geschah, ist es doch wohl klar. Was danach geschah? Als Lanaska den Tatort entdeckte, glaubte sie, Emma hätte das Opfer getötet. Um ihrer Schwester zu helfen, bat sie Gant um Hilfe. Gant half ihr dabei, Beweise zu konstruieren, die Dark belasteten und Emma entlasteten, und zwar aus folgendem Grund. Somit wurde Frau Sky nämlich zur Marionette des Polizeichefs. Nein, ich war es ganz allein. Bitte, Schwesterchen! Hör auf damit, den Polizeichef in Schutz zu nehmen! Ich kann es nicht mehr mit ansehen, dass du um meinetwillen leidest! Nein, du warst es nicht! Du hast niemanden umgebracht, Emma! Du warst es nicht! Ich glaube nichts von dem, was Ryan sagt. Verteidiger, lassen Sie sich die übelsten Lügen einfallen, um Ihre Mandanten zu verteidigen. Was sagt das nicht nur zu meiner eigenen Mandanten? Ich glaube, sie sind jemand, der gern die Wahrheit verdreht. Ernsthaft, hat er es gerade zu dir gesagt? Ja, Moment mal. Was wäre, wenn wir mitten in Gans Falle getappt sind? Stimmt etwas nicht, Herald? Lana, könnte vielleicht doch recht haben. Was soll das denn heißen, Wright? Sie erzählen also wirklich übelste Lügen, Herald? Frau Sky, bitte sagen Sie noch einmal aus. Nein! Aber
wenn hinter ihrem Rücken Beweise manipuliert wurden. Dann könnte Emmas versehentliche Tötung von Staatsanwalt Marschall auch eine Lüge sein. Aber ich kann mich daran erinnern, Herr Marschall umgestoßen zu haben. Frau Sky, ich bitte Sie. Ich kann nicht. Sie müssen doch vor nichts mehr Angst haben. Möglicherweise wird dieses Kreuz gar nichts ändern. Möglicherweise aber doch, wenn Sie die Wahrheit sagen. Nun gut, ich werde dazu aussagen, was ich wirklich gesehen habe. In Ordnung, die Zeugin darf noch ein letztes Mal aussagen. Yay. Okay. Als ich ankam, war die Leiche von Marschall auf dem Schwert der Rüstung aufgespießt. Emma und Dark lagen nebendran bewusstlos auf dem Boden. Als ich sah, was passiert war, dachte ich, sie hätte es getan. Deswegen vernichtete ich sämtliche Beweise, die sie mit dem Mord verband. Warum? Ich meine, wieso denkt sie, dass sie ihre eigene Schwester ihn umgebracht haben soll? Wenn neben ihr sogar ein Serienmörder lag. Ich weiß nicht. Also ich würde eher sofort den Serienmörder. Ja, ich ja auch. Schwester. Keine Ahnung, Mann. Ich veranlasste Gentner ja, dabei zu helfen, die Leiche vom Schwert zu ziehen. Aber wenn das alles manipuliert war, könnte Emma unschuldig gewesen sein. Sagte, Nee, unfassbar. Die Leiche war auf dem Schwert der Rüstung aufgespießt. Nee. Sie waren die Einzige, die das gesehen hat, wenn sie nur einen Beweis hätten. Ich bin männlich. Ich habe tatsächlich einen Beweis. Dafür, dass ich männlich bin. Ich lasse die Hosen runter. Ich habe ihn heute Morgen Herr Wright gegeben. Wie bitte? Mir? Es ist ein Bild, das ich vom Tatort gemacht habe. So wie ich ihn vorfand. Ich dachte, es könnte nützlich sein. Aber ich kann mich nicht erinnern, ein derartiges Bild erhalten zu haben. Lana muss gewusst haben. Sehen Sie, Herr Wright, sie glaubt wirklich an Sie. Nun gut, Herr Wright, bitte legen Sie dieses Bild vor. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwelche Bilder von Lana erhalten zu haben. Vielleicht ist das Bild ja im Buch hier. Hier drin. Wahrscheinlich, ne? Ja, was anderes würde mir nicht einfallen. Wir haben ja noch was von ihr bekommen. Haben wir? Ja, kann ich mich erinnern, beim letzten Mal haben wir noch irgendwas von ihr bekommen. Die Akte? Nee. Doch die Akten zum Fall SL9, oder? Nicht, dass ich wüsste. Haben wir die nicht von ihr bekommen? Wir haben letztes Mal noch was von ihr bekommen. Das weiß ich. Gamshu hat uns zweimal was vorbeigebracht. Aber hier steht, Lana hat gesagt, dass sie es ihnen heute Morgen gegeben hat. Also da am Gericht, also... Ich glaube, mich erinnern zu können, etwas von ihr bekommen zu haben. Sehen wir uns diesen Beweis nochmal an, da muss irgendwo ein Bild dabei sein. Ja, hier ist es. Hätten cool, vielleicht... Oh guck mal, da ist ein kleines Entchen drauf. Ah, oh, fucking shit, was soll der Mist denn? Ja, da ist doch das Bild drin. Ja, geil. Nein, nicht das da, ja, also da, aber doch. Oh. Hey. Das ist ja ein Bild. Nein, Captain Obvious. Sieht schmerzhaft aus. Oh mein Gott! Das ist der echte Tatort. Kein anderer Inspektor hat den Tatort so zu Gesicht bekommen, weil ich die Kriminalabteilung erst hinzurief, als ich den Tatort umarrangiert hatte. Herr Wright! Dieses Stück, das aus einer Weste geschnitten wurde, könnte das... Ja, der Stoff, den wir im Prozessor vom Polizeichef Gant gefunden haben. Was ist das? Ja, das ist ein Handabdruck. Dieser Stoff, darauf waren Fingerabdrücke. Derjenige, dessen Fingerabdrücke das sind, muss der wahre Mörder sein. Was? Aber diese Fingerabdrücke... sind von dir, Emma. Warum werden ihre Lippen ganz blau? Weil ich auch einen blauen Anzug anhabe, deswegen. Wie auch immer, lassen Sie uns mit dem Kreuzer fortfahren.
Wenn Sie die Wahrheit sagen, sollte es möglich sein, den wahren Mörder zu finden. Nun gut, die Verteidigung kann nun mit dem Kreuzwehr beginnen. Beginnen. Tatsächliche Tat. Dann können wir die Leiche von Marschall auf. Was? Also wirklich, Argy. Bitte. Das ist der lärmste Prozess, den ich je gesehen habe. Polizeichef Kent! Was denn? Werde ich jetzt auch noch zum Bösewicht erklärt? Wenn ja, dann würde ich gerne ein paar Worte zu meiner Verteidigung beisteuern. Ich fürchte darauf, dafür ist es jetzt zu spät. Was? Sie haben bereits abgelehnt, eine Aussage zu machen. Das heißt, Sie haben ihr Recht, sich irgendwie zu äußern, verwirkt. Das muss das Risiko sein, von dem der Richter gesprochen hat. Lehnen Sie sich einfach zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie das Geräusch, wenn sich die Schlinge um Ihren Hals zuzieht. Da können wir jetzt nochmal schön. Da können wir ihn so schön begutachten. Also der Part, wo das kommt, musst du auf jeden Fall das da aufs Thumbnail machen. Wenn ich das nicht vergesse. Aber okay, ich versuche dran zu denken. Ah, und jetzt? Glauben Sie etwa, ich wäre beunruhigt? Wirklich etwa so? Verdammt nochmal. Tut mir leid, wenn ich Sie enttäuschen muss. Aber ich muss gar keine Erklärungen abgeben. Was wollen Sie damit sagen? Die Beweise werden für mich sprechen. Auch wenn ich nicht aussagen kann, so kann ich doch Beweise vorlegen. Ja, das stimmt. Moment, heißt das, dass Sie noch über einschlägige Beweise verfügen? Nein, tue ich nicht, aber jemand anderer schon. Jemand anderer? Nun denn, was haben Sie für eine Entschuldigung, Ryder? Warum haben Sie es verschwiegen? Sie haben doch etwas, was Sie uns vorlegen können, nicht wahr? Ja. Etwas, das beweist, wenn ihr Marschall umgestoßen hat und somit getötet hat. Einen einschlägigen Beweis, der keinen Spielraum für Zweifel lässt. Stimmt das, Herr Wright? Wenn ich jetzt dieses Beweisstück vorlege, wird Emma sicher für die Mörderin gehalten. Herr Wright, wenn Sie noch Beweise haben, dann zeigen Sie sie jetzt. Wenn Sie etwas, nein, wir speichern es. Okay. Wir sind uns nicht sicher. Ja, weil wir uns nicht sicher sind, speichern wir, Mann. So ja, macht wir das. Deswegen speichert man. Ja. Voll geil. Unterschlagen. Werden Sie in dem Untersuchungsausschuss Rede und Antwort stehen. Was mache ich denn jetzt nur? Das muss ich mir gut überlegen. Ich kann mir keine Fehlentscheidung leisten. Soll ich das Beweisstück vorlegen? Der Beweis, der zeigt, der Staatsanwalt Marschall wirklich getötet. Ja, die Wahrheit muss ans Licht kommen. Ja, oh ja. Ich habe weitere Beweise. Also gut, es ist an der Zeit, Ihnen den Beweis vorzulegen. Diese Abdrücke müssen vom Polizeichef sein. Also gut, dann lassen Sie uns diesen einschlägigen Beweis mal sehen. Der Beweis, der zeigt, wer Staatsanwalt Marschall tatsächlich ermordet hat. Die Anwaltsmarke. Ach, bitte. Das ist ein Stück Lederkleidung. Ja, es wurde wahrscheinlich aus der Weste des Opfers geschnitten, nahe der Brust. Was ist das? Das ist ja ein großer Handabdruck darauf. Mhm. Er wurde sicherlich von der Person hinterlassen, die als Opfer in ihr Schwert stieß. Was? Wessen Fingerabdrücke sind denn darauf? Ich bin mir sicher, dass Ryder das überprüft hat, richtig? Nun, wem gehören Sie? Es sind die von Frau Sky. Die von Frau Emma Sky. Was? Das sind meine? Ich weiß also wirklich. Sehen Sie, ich habe Ihnen doch gesagt, dass er einschlägig ist. Aber er wurde in Ihrem Tresor gefunden. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass Sie ihn manipuliert haben. Ich weiß nicht, wovon Sie da reden.
Ich kann mich an keinen Stoff in meinem Tresor erinnern. Erwarten Sie ernsthaft, dass ich Ihnen das glauben soll? Aber... Geben Sie auf, Herr Wright. Es ist vorbei. Sie hätten das nicht vorlegen sollen. Dadurch, dass Sie es vorgelegt haben, haben Sie Emma Skys Verwicklung in den Tod von Neil Marshall nachgewiesen. Nein. Es sieht so aus, als hätten wir unsere Mörderin. Nein! War das jetzt falsch? Ich hoffe nicht. Und das war der springende Punkt. Am Ende wurde Lana für schuldig befunden. Fuck, oh. Es war falsch. Nein! Okay, aber wir haben sogar ein Bad Ending. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Aber die Wahrheit muss noch ans Licht kommen. Ja, die kommt noch ans Licht, aber erst im nächsten Part. Ciao.